Hallo ihr Lieben, heute mal etwas früher als sonst. Ich wollte mit euch wieder gemeinsam basteln. Auch diesmal ist es so, dass ich wieder einen Kartenvorrat brauche. Die Karten aus dem letzten Kartenset sind tatsächlich schon alle auf die Reise gegangen. Und jetzt wollte ich mal mit einem anderen Set basteln, was einem entweder wegen den Farben sofort ins Auge springt beim Katalog oder, wenn es das nicht tut, jetzt nach dem Video, weil schaut mal, in was für einer Verpackung dieses Set kommt. Ihr habt hier eine Schmuckbox dabei. So wird es geliefert. Die ist innen wunderschön verkleidet. Die ist super dick und stabil. Da könnt ihr entweder am Schluss eure Karten einsortieren oder ihr nutzt das anderweitig als Geschenkverpackung oder auf eurem Basteltisch. Also die muss ich gleich mal hervorheben, weil ich habe das ausgepackt, ich habe es mir bestellt wegen den Karten und nicht wegen der Box. Und dann kam das und die ist so schön. Die ist wirklich, wirklich ein Träumchen. Ihr könnt insgesamt, jetzt muss ich spicken, mit dem Set, da steht jetzt wieder Menge, ein Kit, One Kit, 16. Ihr könnt 16 Karten machen, 4x4, 4 pro Design und wir machen die jetzt einfach gemeinsam. Im Vergleich zum letzten Kartenset gibt es einen deutlichen Unterschied und zwar ist es diesmal kein Komplettset. Das heißt, eure Tinte, eure Stempelkissen und euren Acrylklotz oder eure Acrylklötze, die müsst ihr dafür noch separat haben und auch Kleber. Also was hier mitkommt, ist Material für die Karten, Bänder, Kordel, die ganzen Stanzteile, die ihr braucht. Was aber nicht dabei ist im Vergleich zum anderen Set, ist Kleber, Stempelkissen und Stempelset. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einer Karte an, oder? Hier ist das ganze Material. Ihr habt die Umschläge. Die sind alle in diesen wunderschönen Lilatönen, hell und dunkel. Davon gibt es 16 Stück. So, ist eine ganze Menge, was ihr da machen könnt. Ihr habt 16 Grundkarten in drei Farbtönen. Na. Das sind die Grundkarten. Die sind innen weiß, sodass ihr die beschreiben könnt. Das finde ich immer recht schön. So, und dann habt ihr, und die sind einfach Bombe, 16 von diesen Auflegern. Also ihr habt dieses Motiv hier, 1, 2, 3, 4 Mal. Einmal habe ich es schon aufgeklebt. Dieses Motiv hier, 4 Mal. Das hier in Lindgrün, 4 Mal. Und das Motiv insgesamt 4 Mal. Und die sind alle mit so einer ganz speziellen Gold-Metallic-Prägung. Also allein das schon ein Hingucker. Ihr müsst das nicht embossen. Das ist für euch schon gemacht. Ich habe jetzt hier schon die Grundkarte aufgeklebt, bei allen vier Varianten, damit ich mich nicht vertue von der Farbe. Aber wir können ja eine gemeinsam trotzdem noch aufkleben. Schauen wir mal. Die hier kommt auf Rosé. So. Es ist so, so simpel zu machen. Das kriegt wirklich jeder hin. Es ist auch trotz alledem ein schönes Geschenk, wenn ihr jemanden kennt, der gerne mal eine Karte verschenkt oder bastelt, aber nicht so einen riesen Bastelbestand hat, vielleicht nicht den Platz hat. So, ein bisschen Kleber eurer Wahl. Jetzt muss ich nur gucken, das ist mir in der Vergangenheit schon passiert, ich muss erst gucken, wo geht die Karte auf, damit ich das nicht falsch klebe. Ich möchte ja das Motiv hier unten haben, also hier meine Blümchen hier unten. Und wenn wir jetzt gleich bei der Karte bleiben, tun wir unsere andere mal weg. Es ist so viel Material, was da mitkommt. Dann habt ihr hier die Anleitung dabei. Da habt ihr einmal in Wörtern beschrieben, zum Beispiel welche Farben dazu passen. Ihr habt aber auch die Anleitung für die einzelnen Karten. Und hier steht jetzt zum Beispiel die zusätzlich benötigten Produkte.
Da steht das Stempelset Traumblüten. Das habe ich jetzt nicht. Ich habe aber hier eine ganze Litanei an Stempelsets vorbereitet, die ich besitze und mit denen werde ich die Karten gestalten. Klassische Stempelkissen in Amethyst, Brombeermus, Heideblüte. Hier steht auch noch Kirschblüte. Ich lasse es jetzt mal bei denen, glaube ich. Kirschblüte wäre der hier. Auch das ist enthalten. Es sieht halt einfach schön aus, ne? Also die Farben sind, die sind so schön. Dann wird empfohlen, flink und fest, also ein Kleber, Dimensionals und Klebepunkte. Das heißt, Dimensionals lege ich mir auf der Seite auch zurecht. Das ist das, was ich quasi aus meinem eigenen Bestand beisteuern muss, um das Set zu basteln. Der Rest kommt, wie gesagt, mit. So, wenn wir jetzt diese Karte machen wollen, dann habt ihr hier die Anleitung dazu. Da steht dann auch alles drauf, was wir brauchen. Wir brauchen in dem Fall aus den Etiketten, die sind wie gesagt vorgestanzt, dieses Etikett hier. Dann benötigen wir ein Stück Band. Das muss man sich jetzt zurechtschneiden, dass es hier hinter passt. Und ich glaube, es ist hier vorne auch angeschrägt. Dann sieht das hübscher aus. Jawohl. Das ist auch die unterste Lage. Das heißt, die kann man eigentlich gleich aufkleben. Krustel, Krustel, wo ist der Kleber? Da. Also. Ein bisschen Kleber. Das Band aufbringen. So, jetzt war es dann doch zu lang. Wieder ein Stück weg. Davon habt ihr ja massig. Dann mit der Kordel ist hier noch eine kleine Schleife gebunden. Da bin ich jetzt immer nicht so der... im Schleifebinden bin ich nicht so gut. Vor allem brauche ich immer irgendwas, wo ich die Schleife rumbinden kann. Sonst kann ich es gar nicht. Also mache ich mal... mache ich es jetzt einfach um den Aufhebhelfer. So. Ich kann das nicht. Also Schleife binden ist wirklich nicht eins meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich weiß nicht, mögt ihr das? Könnt ihr das? Habt ihr einen Tipp für mich, wie ich vielleicht besser diese Schleifen binden könnte, ohne dass hier immer so eine dritte entsteht? Das kommt auf jeden Fall hier drunter. Also lasst euch nicht irritieren, dass hier jetzt noch eine dritte Schleife, ein drittes entstanden ist. Das verstecke ich einfach unter dem Etikett. Hier die Mini-Klebepunkte zum Aufbringen der Schleife. So. Also die eine wollen wir verschwinden lassen. Die hängen hier raus. Dann brauchen wir unseren Spruch als nächstes. Und ich denke, bei dem nehme ich jetzt mal Amethyst. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Und spruchmäßig habe ich den herzlichen Glückwunsch vorbereitet. Jetzt ist nur die Frage, aus welchem Set. Genau, das ist aus dem Stempelset Besondere Momente. Da ist der drin. Der passt von der Größe her nämlich super. Drum habe ich mir den geschnappt. Aber andere Sprüche bei anderen Karten kommen auch noch. So. Einmal testen auf dem Schmierpapier. Doch, gefällt mir von der Farbe her. Und dann müssen wir es hier in der Mitte relativ zentrieren. So. Genau. Und dann haben wir den Spruch schon drauf. Dann brauchen wir Dimensionals, um den höher zu setzen. Moment. So. Ich hätte den jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hier
rübersetzen können. Das mache ich jetzt auch nochmal. Dann seht ihr auch, wenn ihr euch verstempelt habt oder es euch nicht gefällt. Ihr habt ja bei den Stanzteilen Gott sei Dank immer eine Vorder- und eine Rückseite. Das heißt, wir können das Ganze jetzt einfach nochmal auf der Rückseite machen. Und ich glaube auch, doch bei der Farbe bleiben wir. Aber jetzt, ich ziehe mir das jetzt ein bisschen von der Kamera weg, dass ich besser drauf schauen kann, um es diesmal besser zu treffen. So, so gefällt es mir besser. Jetzt ist es mittiger. Deckel wieder zu. Dimensionals hinten drauf. So. Na. Also ihr könnt wirklich immer einen Stempelfehler kaschieren, indem ihr euch einfach die Rückseite dann nehmt. Das ist bei jedem Stanzteil möglich. So. Jetzt das ein bisschen nach unten biegen. Unseren Spruch hier platzieren. Und jetzt kommen, glaube ich, nur noch hier diese wunderschönen Blüten. Auch die sind mehrfach enthalten. Schaut euch das mal an. Also selbst wenn ihr jetzt die Karte so lasst und die Zierteile dafür nicht verwendet, habt ihr die noch mal für andere Karten übrig. Seht ihr das? Ist ein Traum. Ist wirklich ein Traum, dieses Set. Wir brauchen eine lilane Blätter. Sieht nach diesen aus. Aber hier seid ihr ja auch total frei, wie ihr das macht und welche ihr im Endeffekt dann für eure Karte verwendet. Es gibt nur einfach diesen tollen Lagenlook. Und ich glaube, hier ist noch ein kleines. Bei diesen kleinen Stanzteilen würde ich euch auch wieder die Klebepunkte ans Herz legen. Mit denen könnt ihr super schnell so Teilchen aufkleben. Also ihr nehmt euch euer Stanzteil auf den Klebepunkt und zieht es mit dem Klebepunkt ab. So, Blatt Nummer 1. Jetzt muss ich gucken, wie ich das layere, damit am Schluss die Blumen auch wieder oben sind. So, jetzt war das hier unten, meine ich. Und dann die lilane und dann die hier. Wer möchte, kann hier natürlich auch in die Höhe wieder arbeiten mit Dimensionals. Darauf verzichte ich in meinem Fall, weil ich sie ja noch mit der Post verschicken möchte. Wobei, nein, den nehmen wir trotzdem hoch. Sieht interessanter aus, wenn das noch so ein bisschen in die Höhe steht. So. Und dann wäre jetzt Karte Nummer 1 bereits fertig. Also hier die englische Vorlage und jetzt hier meine deutsche Interpretation. Das Ganze kommt ab in den Umschlag. Der kann beschriftet werden und schon kann es auf die Reise gehen. Also das hier wäre Kartenvariante Nummer 1. Kartenvariante Nummer 2. Einmal umdrehen. Was machen wir? Sollen wir die grüne machen? Ist eigentlich egal, weil ich möchte sie euch alle zeigen. Die haben wir und die grüne. Und die haben wir schon gemacht. Genau, dann nehmen wir doch die grüne. Die sieht doch auch interessant aus. Wir brauchen den großen Streifen. Für den Spruch habe ich mir auch schon was ausgesucht. Also ich gehe hier, ist vielleicht auch so ein Tipp für euch. Wenn ich weiß, wie groß meine Stanzteile sind, dann schaue ich bei meinen Stempelsets, wo habe ich Sprüche, die passen. Und dann habe ich mir gedacht, der kleine gute Laune Gruß ist so ein wahnsinnig schöner langer Spruch. Dann nehme ich den und der kommt jetzt hier drauf. So. Oder Freundschaft macht glücklich, vor allem unsere. Der wäre natürlich auch. Ich muss ja noch mehr Karten machen. So. Jetzt
Jetzt hatten wir hier Amethyst, dann nehmen wir doch jetzt mal deutlich dunkler Brombeermus. Auch hier stempel ich immer ganz gerne einmal irgendwie auf ein Schmierpapier. So, Schmierpapier weg. Und richtig rum. Kleine gute Laune Gruß. Der ist, wie gesagt, aus dem Stempelset gute Laune Gruß. Mit den Sonnenblumen. Ganz ein tolles Set auch. Stempeln haben wir erledigt. Jetzt brauchen wir wieder. Und da rate ich euch auch, macht die immer zu. Sonst habt ihr bunte Finger, so wie ich recht häufig bunte Finger habe. Dann brauchen wir Stanzteile. In dem Fall ein hiervon, einen davon und ein Blatt unten und ein Blatt oben. Ich glaube, das war's. Oh je, wieder eine. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ich kann das nicht so machen. Wie kann man eine Schleife einfach so binden? Vielleicht so und dann so und dann ein Knoten. Nee. Also ich muss es wieder anders machen. Ich muss es mir wieder um irgendein Hilfsmittel machen. Ich schaffe das anders nicht so. Einmal umwickeln. Eins und zwei. Also wer von euch mir mal einen Kurs geben kann für Schleifenbinden, das gibt's doch nicht. Kann man das auch anders machen? Ich mache jetzt einfach eine Schleife. Ich mache das so, wie ich sonst auf Karten mache. Ich zwirbel mir das hier so zurecht. So, und gut ist. Und gut ist ein Klebepunkt, sonst setzen wir nämlich morgen noch dran, bis ich das erledigt habe. So, der kommt hier hin. Na, geht doch. Geht doch fast als Schleife durch. Oh nein. So, mehr brauchen wir nicht. Doch ein bisschen von dem wunderschönen Organza-Band hier. Und zwar diesmal über die ganze Länge. Mal gucken, ob ich diesmal besser bin im Messen. So und huhu. Wir werden es sehen, wenn ich den Kleber drauf mache. So, diesmal ungefähr auf der Höhe. Unser Band. Dann hier wieder Dimensionals drunter, damit das Ganze ein bisschen hoch kommt. Ich glaube, da dürfen es ruhig auch ein paar mehr sein, damit das schön hoch steht. Oh, der ist ja fast verkehrt rum aufgeklebt, das wollen wir nicht. Ich habe so schön aufgeräumt gehabt für euch heute hier, dass ich überhaupt Platz habe zum Basteln. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ausgeschaut hat, wenn man mit dem Herbst-Winter-Katalog rum experimentiert. So. Den haben wir. Dann brauchen wir noch die Blüten. Die lilane ist abgehauen. Nein, da ist sie. Wieder dasselbe Spiel. Ihr nehmt euch, jetzt muss ich gucken, der hier ist
hier so drunter. Jetzt ist der wieder abgehauen. So, dann haben wir noch ein Blatt hier unten entlang. So, ein Blatt da oben und lila machen wir jetzt auch wieder auf ein Dimensional. Wird schon irgendwie durch die Post gehen. Die sind ja fluffig. Die sind ja fluffig, die Dinger. So. Und das dritte Blatt, das klebe ich jetzt quasi von unten hier dran. Das heißt, ich nehme jetzt meinen Klebepunkt nicht von hinten, sondern ich nehme ihn von der farbigen Seite und stecke mir den hier unten, bis er passt. Und dann kann ich ihn festmachen. Also das wäre jetzt schon Karte Nummer 2. 4 brauche ich für die Woche. Also müssen wir noch weitermachen. Das hier sieht auch schön aus. Das war der hier. Also auch hier wieder nur auf die Grundkarte den Aufleger geklebt. Dann nehmen wir uns wieder die Stanzteile. Das ist einmal diese Blüte. Ein doppeltes Blatt und ein kleines, einfaches Blatt. Stanzform in dem Fall ist der Kreis und da hoffe ich, dass das jetzt irgendwie in den Kreis, da haben wir es schon, das wird nicht passen, der ist zu groß. Jetzt müssen wir uns einen anderen Spruch suchen. Ich wollte hier den Geburtstag viel Freude und tolle Tage machen, aber das wird nichts. Der ist auch, es dürfte auch zu groß sein. Schauen wir mal, einen schönen Geburtstag. Wir testen es, wir wissen ja, wir haben 2 Seiten. Sollte das gar nicht gehen, müssen wir einfach auf die andere Seite gehen. So, und jetzt hier kommt das Band im Zickzack unten drunter. Also 1, 2, 3. So, Band wieder weg. Und ich glaube, das war's. So, jetzt drückt mir mal die Daumen, dass das hier jetzt noch was ausschaut. Uiuiui. Das wird eine enge Nummer. Ich ziehe es auch noch mal kurz von der Kamera raus, dass ich genau von oben drauf schauen kann. Ja, Jackpot, sehr schön, also passt. Schöner Geburtstag, der ist auch aus dem Stempelset Besondere Momente. Da hatten wir ja vorhin hier schon den herzlichen Glückwunsch. Ich finde es immer ganz gut, wenn man sowas kombinieren kann mit einem Sprücheset. Und ich glaube, jeder von euch hat so Geburtstagssprüche sowieso schon zu Hause. So, mal schon unseren Kleber drauf machen. Und jetzt kommt die Action mit dem Band. Oh. Und natürlich genau das meine ich. Man sollte aufpassen, wenn man die zumacht. Jetzt muss ich mich mal kurz das Lila von den Fingern wischen. So. Ungefähr hier brauchen wir den Kleber. Anschrägen. Sieht einfach schöner aus. So. 1, 2, 3. Dann sitzt das schon. Könnt ihr übrigens mit all euren
Bändern, die so eine bestimmte Breite haben, auf ganz regulären Karten auch immer ganz toll machen. Sieht einfach schön aus, wenn da unten noch so ein bisschen was rumschimmert. So, die Blätter. Klebepunkte. Und schon sieht es links und rechts wieder schlimm aus. So, einmal hier. Und den brauchen wir unten. Und den nehmen wir wieder mit 3D, damit es ein bisschen in die Höhe geht. So. Eins und zwei. Dritte Karte fertig. Habt ihr schon einen Favoriten? Dritte Karte fertig. Dann fehlt nur noch. Die lilane fehlt noch. Das ist dann die hier. Und ich habe jetzt gerade mal 4 Karten aufgebraucht, ja, die jetzt die Woche weggehen. Den Rest habe ich also noch. So, da haben wir jetzt das letzte Etikett. Das ist dieses. Wir brauchen wieder Band. Und wenn ich jetzt alle auf einmal machen würde und nicht 4 für die Kamera, würde ich natürlich all diese ganzen Zuschnitte bereits 4-mal machen. Also 4-mal das Band abmessen, 4-mal zuschneiden, 4-mal stempeln. Dann habe ich das alles beieinander. So, ein Blatt, eine lila Traumblüte und natürlich wieder etwas von dem Band hier hinten. Wow. Nein. Das ist nicht so mein größtes Hobby. Aber kriegen wir irgendwie hin. Ihr helft mir einfach, drückt mir die Daumen. Jetzt machen wir es mal anders. Jetzt nehme ich mir den Klebepunkt mal. Das könnt ihr nämlich auch immer machen. Ihr könnt euch den irgendwie so aufnehmen. Und hier ist die Blume. Ungefähr hier gebe ich den jetzt auf die Karte. Und dann fummeln wir jetzt das Band hier drauf. Also auch das eine Möglichkeit, wie ihr Garn auf eure Karte bekommt. Dann brauchen wir wieder ein bisschen flink und fest für das Band hier. So. Na, da hätte ich jetzt auch ein bisschen schöner noch schneiden können. Nee. Den Spruch, was wollte ich denn da nehmen? Genau, gönn dir was wollte ich nehmen. Da soll nämlich ein Gutschein verschenkt werden. Und bei dem Wie ein guter Whisky findet ihr gönn dir mal was. Und den finde ich klasse, um damit einen Gutschein zu gestalten oder einen Gutschein zu verschenken zum Geburtstag. Ansonsten genießt deinen Geburtstag, wäre auch noch dabei. Es könnte von der Größe her auch drauf passen. Aber wir nehmen gönn dir mal was. Und ich glaube, wir nehmen wieder Brombeermus. Schmierpapier. Einmal austesten. So, jetzt noch gucken, auf welche Seite diese Ausstanzung kommt. Die kommt nach links. So. Stempelkissen zu. Dimensionals hinten drauf. Kennt ihr jetzt schon von den anderen 3 Karten?
Das ist auch so ein Klassiker wieder, um sich sowas jetzt dann mit in den Sommerurlaub zu nehmen. Schönes Foto machen, Foto innen rein und die Post nach Hause ist gerettet. Finde aber auch, das Set geht vom Stil her auch wunderbar für Hochzeitskarten, für Geburtstage. Das ist wirklich ein sehr, sehr edles Set. Sehr, sehr schön durch den Schimmer. So, und noch die Blume, die Blüte, die Traumblüte, so heißt das Set ja. Heißt ja Traumblüten. Die kommt jetzt hier noch an die Ecke. Und jetzt noch meine Dimensionals. Hier, nein, meine Glue Dots. Immer sind sie weg. Auch hier nehme ich jetzt wieder den Glue Dot nach oben, weil ich es unter der Blüte verstecken möchte. Und ich muss aufpassen, dass mein Spruch noch sieht. So. Und noch den zweiten hier oben. Und dann war eigentlich auch schon die letzte Karte. War das leider schon. Dann sind wir für heute auch schon wieder durch. So. Hier hin. Und Karte Nummer 4 ist fertig. Ich lege sie euch jetzt nochmal alle ins Video und ihr seht, was ich da noch übrig habe. Also es ist enorm. Ich würde mal sagen, hier sind die ganzen vorgestanzten Etiketten, dass ihr das auch noch sehen könnt. Also all das kommt vorgestanzt in dieser filigranen Qualität zu euch. Packen wir weg und packen nochmal alle 4 Karten auf den Tisch, inklusive der Box. So als kleines Abschlussbild. Zwei sind vom Format her quer, zwei sind als Hochkantkarte. Und ihr könnt insgesamt 16 Stück davon machen. So sieht man es besser. Ich sage danke fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt einen wunderschönen Sonntagabend, wünsche euch auch einen ganz tollen Start in die neue Woche. Und ja, ich habe schon gesehen, ich glaube, ein oder zwei Personen habe ich gesehen, kriegen auch eine Karte von denen hier. Ihr wisst noch nicht welche, aber eine davon. Ich verrate auch noch nicht für wen. Aber das wollte ich jetzt unbedingt noch basteln. Und ihr wisst ja, wenn ich bastel, dann habe ich euch ganz gerne mit am Tisch. Dann seht ihr die Sachen auch mal etwas besser als nur im Katalog. Ja. Ich würde sagen, Deckel zu, Video aus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Dani von Stempeltier.